Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück. Ich nehme weiteren Part von Dragon Quest Monsters. Jo, ich hatte ja gesagt, ich gehe noch das Monster suchen, was hier mir noch fehlt. Und ich habe es gefunden. Es steht da im Hintergrund. Es ist der Schamanenkloster, der da hinten steht. Der rote da. Ich dachte mir, anstatt dass ich das jetzt einzeln aufnehme, machen wir das einfach direkt zum Anfang vom nächsten Part. Es war übrigens tatsächlich offenbar ein Wintermonster. Also er hier ist der Einzige, der mir noch fehlt. Wenn ihr übrigens fragen wollt, warum ich den Namen wusste, ganz einfach, ich bin aus Versehen in ihn reingelaufen und habe dann instant den Kampf beendet, weil ich das Onscreen haben wollte. Offenbar hält er auch ein bisschen was aus. Ich muss nur aufpassen wegen der Felsenbombe. So, den letzten konnte ich auch noch abschwächen. Aua. Bitte kein Kamikaze. Danke. So, dann wärmen wir ihn mal an. Oh, 100. Ich nenne ihn Klößlor. Ein Schlaftherapeut. Wahrscheinlich hat er viele Schlaftechniken. Ja, und auch Verwirrungstechniken. So, damit haben wir auch das letzte Monster hier aus dem Gebiet. Diese neunmal klugen Zauberzwerge sehen zwar aus, als würden sie ihre Magie mit munter Miene zum Einsatz bringen. Wenn wir genauer hinschauen, stellt fest, dass das Licht ihrer Augen längst erloschen ist. Ja. Im Übrigen, ich habe mir die Kiste, die hier unten war, gegönnt. Da drin war eine Mini-Medaille, wenn ich hier gesucht habe. Und auch was hinter dem Wasserweg dort ist, habe ich mir geholt. Da waren drei Waisenelixiere drin. Dann können wir ja jetzt zum unteren Ranken gehen und jetzt holen, was auch immer uns der Schleim geben wollte. It's my personal treasure, given by my human friend who took such good care of me. I'm sure it'll be very useful for a monster angler like you. Just equip it to one of your team. By the way, when I was out globetrotting, I heard something. In the war between humans and monster kind, one side will perish. I don't know if I believe it. I think human folk and monster kind can live together. And I think you are the one who could bridge the goop. Well, it's about slime I went back to Nadiria. Goodbye for now. And remember what I told you. Okay. Was bringt denn der Heldenumhang, den mir gerade geschenkt wurde? Also ich soll den ja ausrüsten. Der gibt gleich drei Resistenzen. Die Werte sind auch nicht so von schlechten Eltern. Ja, das kriegt unser Subslimo. Der kann gerade diese Resistenzen wirklich gut gebrauchen. Naja, abgesehen von der Knirschresistenz. Na gut, dann können wir jetzt zum letzten Kreis gehen, ne? The Chosen One paid me a visit. And honestly, I found him to be very friendly and kind. His companions, too. After our meeting, it struck me that...
not all humans are bad. Please, give up on your plan. Just stay with me here. Always. Please, don't... Oh. I can't allow you to go any further down this path. I'll do all I can to stop you. Even if it means losing you forever. Da sieht man's doch, nicht alle Menschen sind böse, Zaho. Das kam übrigens auch in Dragon Quest 4 vor. Also zumindest, dass man sie besuchen konnte. Ich meine, das Gespräch danach war tatsächlich nicht da. Hilfe, ich bin schon wieder im Kariesland. Ich krieg allein schon von Hinsehen Karies. Gut, dass ich einige Monster hier nicht zähmen muss. Guck mal, der Klinkerbeutel, also der Klingebeutel, der läuft auch hier rum. Aber im Vergleich zu den vorherigen Ebenen muss ich hier wirklich so gut wie gar nichts holen. Und eins der Monster steht hier sogar direkt vor uns. Und zwar dieser Schokostapel. Oh, da kriege ich Hunger. Ein Glück, dass das nicht mich getroffen hat, so wirklich. So. Herzhafte Haxe. Nee, warte, Gammelfleisch nehmen wir. Ja. 70%. Komm schon. Taufe ihn Schloko. Ein Rang D-Monster. Süßholzhaspler. Heilungshieb ist immer gut. Ein Monster weniger. Drei Geschwister mit Kakaoglasur. Der jüngste und blasseste der Bande balanciert ganz oben auf dem süßen Stapel, während der älteste ganz unten etwas bitter das Gewicht seiner beiden Brüder ertragen muss. Also wie in jeder Familie. Hier kann ich klettern. Du. Eindeutig du. Du bist neu. Kalypso-König. Oh, und
Unser Eisschleim kann sich immun gegen Schaden machen. Geil, betäubt. Ich verpasse dir einfach eine chemische Keule, die nicht getroffen hat. Ich gebe ihm schon mal das Rauchfleisch. Ich kriege einfach die Schwächung nicht auf ihn. Probieren wir es einfach. Die Schwächung, die will nicht so wirklich. Nehmen wir dich dann auch einfach Kalypso. Heiße Sohle. Ja, du kannst wahrscheinlich alle Tanzfähigkeiten. Der Flamenco, der ihn genutzt hat, war jetzt aber nicht darunter. Dieser Maulwurfkönig nennt eine paradiesische Insel in der Südsee sein eigen. Er freut lieber der hohen Poesie oder hängt Tagträumen nach, als im Dreck zu wühlen. Verfasst er nur in Form von Sonetten. Da muss ich kurz nochmal lesen. Da fiel mir gerade die Aussprache irgendwie ein bisschen schwer. In die Richtung wollen wir. Ich gucke jetzt ab sofort, dass ich die Viecher, wenn im Nachhinein aktiv gucke, dass ich sie hole. Die neuen. Ich denke mal, hier sollte ich, wenn zu einer anderen Jahreszeit nochmal hin. Ich kann die Biester ja immer noch im Nachhinein mir holen. Da kann ich nicht lang. Muss ja einmal im Kreis, ne? Oder über die Mitte. Vielleicht geht das schneller. Vielleicht. Beim Kalypso-König dachte ich übrigens gerade eben erst, das wäre das Spezialmonster hier, das große. Weil es so groß war. Gibt es hier Fresskisten? Nein. Ich wurde angelogen, oder? Nee, ich habe einfach nur keine Augen. Hier hauptsächlich nur diese Schokostapel. Ich glaube, ich habe die dürfte Jahreszeit genommen, um hier hinzugehen. Das Ei nehmen wir mit. Kann ja immer was Neues rauskommen. Den kennen wir schon. Nach einer langen, beschwerlichen Reise bin ich hier endlich angekommen. Rein da. Twinkletoes from the lower echelon was able to tango with our big hitter and actually win. And then it went straight off to the upper echelon. What was that all about? I don't know what's going on anymore. Oi, are your ears full of mud? I says I'm gonna be the new big hitter.
You're cracked if you think you have a chance, Claghead. Look, Chief Claudio's arrived. Whoa, ho, ho! Now, what's this ruckus all about? You guys need to increase the peace. Yeah, we already know how to settle this. All you need to do is find the cupcake cane, which is hidden in the deserted dungeon. Whoever grabs it first and plants their backside on the throne becomes the next big hitter. It's that simple. Hang on. You're saying I could Lindy Hop my way into being the next big hitter? Right on. Anyone who wants to ride the tide, get yourselves over to the starting line. Shall we take part? It could really boost your reputation if we win. Great! So, apparently, all we have to do is find the cupcake cane in the maze and sit on the throne. I know we can do it. Now, it sounds like the first hurdle will be finding our way through the deserted dungeon. What's that, Elfie girl? You seriously think you can cut it? Alrighty, everybody's here, it seems. Ready? Steady. Surf's up, amigos. Okay. Ja, das ist schon so ganz richtig. Die ruhigen können die schlimmen sein. Will noch irgendwer hier eventuell mit mir synthetisieren? Ich dachte mir, dass hinter dem Thron noch was ist. Dass hier keiner synthetisieren will. Unglaublich. Oh, Spezialwetter und Spezialmonster. Der Torturbäcker. Was hat der versucht? Warum trifft die Schwächung nie den, den ich wirklich damit auch treffen will? Ein bisschen Gammelfleisch. Schade, die Schwächung hat nicht funktioniert. Dann probieren wir es halt so. Zweiter Versuch. Ich taufe dich Tortustavo. Ein Süßholzhaspler. Nur Rang E? Sehe ich ein cooles Monster, dann ist es nur Rang E. Das ist irgendwie immer eine Enttäuschung. Naja, hier fehlen sonst nur noch zwei Monster. Und eins davon ist das ein ganz große. Wahrscheinlich die 319.
Torturbäcker, einstige Konditoren, die ihre Seelen verkauften, um die Kunst des Kuchenbackens zu perfektionieren. Ihre Kreationen sind zwar wirklich köstlich, enthalten aber kriminell viele Kalorien. Ich würde es trotzdem probieren wollen, was der kocht. Das sieht schon so aus, als ob er weiß, was er tut. Ach, ich habe den Huhn noch vergessen, ne? Das Huhn müssen wir auch noch finden. Ach, da unten müssen wir. Dafür müssen wir nochmal eine Runde Kreis rennen. Und offenbar ist er Spezialmonster, was das Wetter angeht. Ich habe das Gefühl, dass dies auch ein Gebiet, das wir relativ schnell abschließen werden. Na gut, fairerweise, wir haben hier auch nicht wirklich viel, was wir anwerben müssen. Wir können hier ja wirklich teilweise komplett durchmarschieren, weil wir fast alles schon angeworben haben. Das sind einfach nur stärkere Versionen. Wie zum Beispiel der Käseblätter da. Ja, das Set wechselt sich, glaube ich, gerade. Ach, der schon wieder. Der Softeisspuk, den kennen wir ja schon. Miezekatze. Eine Medaille. Dieser Softeisspuk, also diese Spukviecher an sich, das sind auf jeden Fall die speziellen Monster zu dieser Jahreszeit. Den Stiefel da, den habe ich noch nicht. Angeblich. Da ist trotzdem ein neues Monster drunter, der Sirupsack. Endlich habe ich so einmal auch mal geschwächt bekommen. Lecker, lecker. Noch hasst er mich nicht. Ich glaube, ich könnte ihm einen Klaps verpassen. Ja, eine Backpfeife konnte ich ihm nochmal mitgeben. Schade, der Einzige, den ich schlafen sehen wollte, ist nicht eingeschlafen. Sirap. Auch ein Süßholzrapsler. Hier sind nur Süßholzrapsler gefühlt unterwegs. Diese Monster haben eine Schwäche für Honig. Vor allem der von Killerbienen hat es ihnen angetan. Denn er hat ihr Glück, sie bei ihren Überfällen auf Bienenstöcke bisher meist im Stich gelassen. Ja, damit fehlen jetzt wirklich nicht mehr viele. Und da endet auch schon der Kreisverkehr hier. Ich kaufe mir immer eine Kiste. Weil dann werde ich immer herb enttäuscht. Aber wieso wurde mir der Stiefel denn hier nicht in der Liste angezeigt? Achso, weil es noch eine zweite Seite gibt. Na gut, die zweite Seite habe ich auch abgeschlossen. Ich habe das Monster bekommen, bevor es überhaupt eigentlich da war. Ich hab's ja vorher schon aus einem Ei gekriegt. Ja, hier sitzt der Sirupsack. Das ist eine echte Kiste offenbar. Sonst wäre ich schon auf mich Akku geworden. Hier liegen direkt zwei Eier. Aber da oben drauf ist das eine Ei. Ich denke mal, das hätte ich im Frühling, wenn, einsammeln können.
Eine Katze. Eine Naschkatze. Ich meine, ich habe aber schon eine. Ich denke mal, die Monster, die uns fehlen, sind Frühling oder Wintermonster. Ich tippe mal mehr auf Winter. Verbrecher. Der Verbrecher hat sich mal wieder sofort verzogen. Aber wir können das Ei da vorne ja einsammeln. Ein Dunkelschleim. So, ich bin jetzt nur in die Monster hier reingerannt, damit die weg sind. Damit sie hier jetzt nicht weiter stören. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Wir gehen beim nächsten Mal da rein. Und werden der Lokalmatador dieses Gebietes. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.